Wir haben gepackt, es geht los, geht weiter nach Kroatien. Heute ist Fahrtag. Mal schauen, was wir unterwegs noch berichten können. So arg viel wird es dann wahrscheinlich nicht geben, wenn wir 5-6 Stunden fahren. Aber jetzt geht's erstmal los, mal schauen. Servus, wir sind hier im Paklenica Nationalpark. Hier haben sie relativ viel von den Winnetou-Filmen gedreht und das sieht hier auch so aus wie dort von den Bergen her, aber das zeigen wir euch jetzt alles. Hier gibt es noch so ein paar historische Gebäude, wie hier diese alte Mühle, wo man reingehen kann, wo man gucken kann. Ja, es sind relativ viele Leute hier, aber wir schauen mal, dass wir euch noch ein bisschen was zeigen können. Na komm. Servus, so sehen die Berge aus von Winnetou, Karl May, und so pumpt und sieht man aus, wenn man so hochlaufen muss, und es geht noch ein Stück hoch, aber wir nehmen euch ja mit. Und, wie hat es dir gefallen bis jetzt? Sehr schön, war sehr nett. Schön steinig, aber sehr nett. Tja, wenn man schon im Winnetou-Nationalpark ist, muss man sich auch mal angeschlichen haben. Wir waren jetzt hier, wir sind jetzt hier gelaufen. Hier gibt es so eine kleine Tour am Fluss lang. Das war recht schön, weil da war nicht viel los. Weiter oben, wenn man dann in die Schlucht kommt,
da sind ganz viele Kletterer und ganz viele andere Wanderer. Da wird es schon richtig voll. Da sind wir dann auch nicht mehr weiter, weil uns das einfach zu viel war, dann noch mit der Nala, und dann müsste ständig an der Leine gehen. Hier unten konnten wir so ein bisschen springen lassen. Rechts und links gibt es immer mal so einen Weg, da kann man so einen Berg hoch. Da waren wir ja auch mal auf diesem einen Ausguck da. Da wird es dann auch mal ein bisschen anstrengender. Aber ansonsten ist das eigentlich eine ganz lockere Tour. Macht Spaß durch den Wald hier, aber ihr solltet, wenn ihr um die Jahreszeit, wie wir jetzt hier so September, da seid, definitiv Mückenspray dabei haben. Weil hier im Wald gibt es einige davon. Ja, ansonsten, also das ist echt schön, es macht Spaß, sind halt relativ viele Leute da. Ihr solltet früh hier sein, deswegen für mich sind das 4 Sterne. Und wir hatten hier unseren Spaß. Jetzt schleiche ich mich wieder weg. So Leute, das war's erstmal wieder von unserer Balkan-Tour. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns ein Like da. Und wenn ihr mehr von der Balkan-Tour sehen wollt, dann klickt auf die Playlist links oben. Und wenn ihr gar keines mehr von unseren Videos verpassen wollt, dann klickt rechts unten auf das Logo und abonniert unseren Kanal. 1000 Dank fürs Zuschauen.